Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Factory Town. Allerdings, stream ich einfach mal so, weil Baum. Und ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen aufgedreht, überdreht, weggedreht, umgedreht, keine Ahnung. Ich hoffe, das wird heute nicht zu verdreht. Aber egal. Ich würde sagen, wir laden das Spielchen mal. Live-LP und dann können wir weitermachen. So, ich bin auch sehr gespannt, was alles noch so kommen wird. Und so weiter und so fort. Und geh mir doch nicht mit diesem Mana-Kack auf die... Und ihr wisst schon so. Ne? Ja, genau, nein. Wir haben ja zuletzt hier diese schönen Fließbänder und alles gelegt. Und wir sehen mal wieder, es läuft irgendwie gerade gar nichts. Hier hinten müsste eigentlich Dünger kommen bis zum Umfallen. Wasser ist da. Dünger, sag ich schon. Wasser kommt hier ohne Ende. Wasser, 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 Marsch. So, das ist toll, Trollolol. Da haben wir eine Menge Wasser. So, allerdings, ich weiß nicht, ich glaube, Wasser und Dünger wäre zusammen besser. Mit dem Dünger, ich weiß nicht, ob wir das irgendwie hinkriegen. Dass da auch mal der Dünger rein raus, tralala, ich weiß nicht. Aber eigentlich müsste der Dünger hier rauskommen. Hier ist Wasser und tralala. Hier haben wir ein Wassermangelproblem. Bei dem hätten wir auch Wasser zu beklagen. Und auch hier ist das Wasser mal wieder futsch. Das ist jetzt ein bisschen echt blöde. So, warte mal. Wie haben wir das System denn gebaut? Das System, das läuft. Ha! Hier rum, darum, Liram, Loram, Löffelstil. Wer das nicht kann, der kann nicht viel nehmen. Das war was anderes. Vielleicht müssen wir das System umbauen. Ich weiß es noch nicht. Aber irgendwie das mit der Versorgung von Wasser und Saatgut ist irgendwie, oder Futter ist es ja nicht Saatgut. Futter, Tierfutter ist irgendwie meh. Also, gut, das ist ja auch unser allererster Versuch, das ein wenig zu automatisieren und so weiter. Von daher würde ich sagen, okay, kann man ja mal machen, dass das nicht so hinhaut. So, wie gesagt, Wasser fehlt uns da vorne. Wir könnten ja mal versuchen, hier was zu klären. Nee, da sagt er nee. Nee, weil Baum. Aber warum geht da Tierfutter eigentlich lang? So, dann kläre ich mal hier das Tierfutter ein bisschen weg. Dass jetzt erstmal Wasser und so kommt. Das Problem ist, dass dadurch, dass die Bänder quasi, oder das Band, besser gesagt, quasi die ganze Zeit überlaufen wird von irgendeinem Kack. In dem Sinne. Haben wir eigentlich irgendwann immer das Problem, dass genau das passiert? Wir haben viel zu viel Futter. Wasser ist nicht da. Das ist so ein bisschen blöde. Das bedeutet, wir haben viel zu viel Futter da, aber überhaupt kein Wasser. Und dementsprechend können die Sachen gar nicht produzieren. So, um das jetzt zu optimieren, haben wir bestimmt mehrere Möglichkeiten. Entweder wir schleusen das Ganze, wie ich schon, glaube ich, in der letzten Folge sagte, am Ende. Wir machen daraus ein Karussell in dem Sinne. Allerdings, das Karussell wird auch irgendwann verstopfen. Das sähe dann in dem Sinne so aus. Am besten wäre es, es wieder ins Lagerhaus zurückzuführen. Dann hätten wir quasi einen Rundumlauf. Und dementsprechend wäre es dann irgendwann so,
dass wir ja das Ganze hier in einem wirklichen Kreisverkehr haben. Oh, da hinten kommt Dunk. Das ist schön, der Dunk ist rausgekommen. Doch tatsächlich. Und hier sollte eigentlich die Wolle reinfließen. Und ihr merkt schon, das ist alles noch nicht so wirklich optimal. Also, optimal ist da gar nichts, besser gesagt. Und, ja. Ich weiß nicht, ich würde ja gerne auf zwei Fließbänder oder so übergreifen. Das Problem dabei wird wohl sein, dass wenn wir ein Zwei-System bauen, also ein Zwei-Gleis-System so ungefähr. Na! Hallöchen, grüß dich! Ah, oh Gott, meine Augen sind es heute so. JC, jetzt habe ich's, jetzt habe ich's. JC. UFO habe ich sofort gelesen, aber JC, also es ist auch so ein bisschen anstrengend mit dem JACI, also das kann man ein bisschen. Und so, ja, nee, grüß dich. Schön, dass du reinschneist. So, bei unseren komischen Experimenten mit komischen Dingen, komische Sachen zu produzieren. Nein, falsch! Was? Nein, falsch? Ist das nicht JC? Doch, da steht UFO JC. Doch, ist ganz richtig. Nee, was ist falsch? Erzähl. Oh, meine Nase juckt. Ich liebe es, wenn meine Nase juckt. Oh, und zwar so ganz kräftig. Ja, da könntest du hier so. Wie nennt sich das? Metallbürste oder so was rausholen? Und immer richtig schön durchkratzen. Ah! Jetzt würde ich mir eine Zahnbürste oder so hinlegen. Kann ich mit der Zahnbürste jucken? Ah! Mann, das ist aber auch nervig. Jackie wird ausgesprochen, aber da steht JC. Dann schreib dich doch Jackie. Nur mal so. Und ausgebrochen, ich weiß nicht, ob man dich so aussprechen kann. Jackie! Und geschrieben wird es JC. Also, ich kenne Jackie Chan zum Beispiel. Ja. Der schreibt sich aber auch Jackie, nicht JC. Aber egal. So. Aber naja, kommt ja drauf an, welche Sprache: Japanisch, Chinesisch, Koreanisch. Bengalesisch, ich weiß es nicht. Irgendeine Sprache wird uns bestimmt auch noch in den nächsten 50 Jahren einfallen, die man nicht sprechen kann. Zumindest wie Europäer oder so. Ja, obwohl. Naja, man kann ja auch Chinesisch oder so lernen. Oh ja. Ich habe vorhin noch bei Tiffy einen Anime-Dingsbums RPG auf Japanisch geguckt. Also ich weiß nicht. Ich finde sowieso Asiatisch so eine komische Sprache. Also sie klingt super lustig, aber sie klingt, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn ich einen Hund auf dem Schwanz. Nein, lass mal das. Du weißt schon. Klingt das ähnlich. So. Oder eine Katze. Miau. So, miau. Miau. Es ist doch sehr ähnlich, oder? Findest du nicht? Ach du Scheiße. Jacqueline. Ach du heiliger Bimbam. Jacqueline! Ja, ein wunderschöner Name. Ich frage mich, wessen Ursprung das ist. Na egal. Namen aus aller Herren Länder. So, ja, wie gesagt, also wir müssten das System optimieren ein wenig. Und ja, besser gesagt, wir müssen überhaupt ein System so halbwegs haben. So, da hätten wir einen Eingang. Gut, was man machen könnte, wäre ja. Nee, wäre nicht. Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel
das Ganze einführen würde, ohne daran schlecht zu denken, also sprich Tierfutter und Pipapo, dann würde das bis hierhin laufen verstopfen, denke ich mal. Dann müsste ich irgendwie davor Blockierer machen, ne? So ungefähr, oder wie, oder, ja. Also hier haben wir ja einen Verteiler drin, der Dunk und so weiter verteilt. Und, ja, dann müsste ich vorher einen Verteiler machen, der Dings verteilt. Na, das könnte klappen. Allerdings, das Problem ist, der Verteiler wiederum verteilt ja auch nach links und rechts und das zweimal Wasser. Und dementsprechend ist das auch wieder blöde, weil dann kommt das von hier gelaufen und stößt hier auf den Verteiler und wird nicht verteilt. Weil, ne, ihr wisst schon, das blockiert natürlich. Das ist wie ein Ventil in eine Richtung und dementsprechend sagt er, nö, du kommst hier nicht durch. Ist wie ein Türsteher. Ja, das wird bestimmt ein Spaß, das Ganze hier umzubauen. Vor allem haben wir noch Dunk da, nee, ne? Ja, weil hier hinten schon wieder dicht ist. Ich weiß auch nicht, wo diese Greifarme sind oder wo man diese produzieren könnte. Dass man die Greifarme einbauen könnte. Allerdings, ja, es ist ein System, das so halbwegs nein, ja, läuft, aber definitiv zu optimieren ist. So, ich glaube, hier hinten haben wir auch mehr als genügend an Wolle und tralala. Ja, wir haben jetzt hier noch 3 Wolle. Die könnten wir eigentlich auch noch verteilen aus dem Lager raus. Obwohl, wir wollen ja noch ein Wollfeld machen. Ne? Ach nee, wir haben ja schon eins. Mensch. Wow, ja, dann können wir die Wolle aber wirklich mal verteilen hier hin. Oder in das Haus. Aber die sind beide voll mit Wolle. So, dann steht da jetzt ein Karren und wartet darauf, dass hier mal irgendwie... Ja, hier steht auch schon da und wartet. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die Wolle nicht sagen kann, leg es in den Karren ab. Und ja, nee, es geht leider nicht. So, also leg es da ab und dann meldet sich in 5 Jahren wieder. Obwohl, warte mal, wir könnten eigentlich auch die Wolle... Nee, das ist ja die Wolle, ne? Das ist ja nicht die andere Wolle. Obwohl, ist das nicht vollkommen wollig? Egal. Welche Wolle ich jetzt hier reinschmeiße? Im Grunde ja. Im Grunde ja. Weil, wir können ja beide Arten der Wolle verarbeiten. Dementsprechend ist das vollkommen Bums. Ich muss ihm nur sagen, was er verarbeiten soll. So, und da ist er schon dabei. Hatte ich nicht gesagt, er soll die andere Wolle... Warte mal. Rezept, Stoff aus Baumwolle. Hä? Lol. Wolle, Baumwolle, Wolle, Baumwolle, Wolle. Blablabla. Ja. Ist das hier nicht Baumwolle? Bin ich blöde? Das ist Baumwolle. Und hier produzieren wir normale Wolle. Naja, gut. Egal. Hauptsache, wir haben jetzt Stoff produziert. So, das heißt dann wiederum, wir haben einen Karren frei. Wir hätten wieder einen Karren frei und ein Mannequin zu viel. Also ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Mannequins jetzt noch hier so groß unterbringen soll. Erstmal, warte mal, der rennt vom Band nach da, ne? Ist eigentlich vollkommener Klumpatsch. Ja, weil ich da hinten das Band, glaube ich, nicht gelegt gekriegt habe, ne? Deswegen, ja, jetzt könnte man mit dem Verteiler und so arbeiten. Kann sein, dass du hier auch irgendwas rumverteilst. Du gehst auch mal weg hier. So, weil, wofür haben wir die großen, schönen Karren, wenn wir ja sowieso das machen? Warte mal, wenn ich hier sage, lol. Hallo, das, da. Hä? Bin ich bescheuert? Rechtsklick? Nein, auch nicht. Der will mich natzen. Ich mag es nicht, genatzt zu werden. Okay, versuchen wir mal so. Es ist zwar nichts drin im Lager, aber er soll es verteilen. Das macht definitiv keinen Sinn. Jacqueline, wie geht's dir eigentlich? Sag mal, Mensch. Wo sind denn heute wieder meine Manieren? Das ist ja nie. Das ist ja mal nie.
werde immer darüber überlegen, wie ich das, dieses Gewurstel ein wenig optimieren kann. Also es ist wirklich ein Gewurstel. So, warte mal. Vielleicht baue ich hier mal erstmal den Ausgang um oder so. Jetzt weiß ich gar nicht, kann ich hier... Ja, wir machen es einfach. Wir reißen hier erstmal die Schiene ab. So, die führt auf das Band. Das macht auch nicht wirklich Sinn. Hier hätten wir einen Ausgang. Der Ausgang soll ja Wolle und so weiter verteilen. Jetzt mal hier mal... Ah, jetzt ist hier was... Naja, gut, hier sowieso Wasser, 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 Wasser. So, also wir haben einmal eine Wollenverteilung. Ja, mein Gott, ist halt Wolle. So, Wolle und Dunk. Wolle und Dunk. Wenn ich jetzt allerdings von hinten komme und das Band hier hinten quasi weiterlege, dass es hier vielleicht oder so wieder rauskommt und dementsprechend Saatgut und so weiter auch haben sollen würde, dann mich ein bisschen befragt. Achso, hä? Lol. Ach, das ist ein Fußweg. Die Fußweg, genau. Naja, gut. Das kann ja auch mal sein. So, nee, warte mal. Pfade war das doch, ne? Pfade, Rohstoffförder, Bänder. Ein richtig schöner Name. So. Also hier könnte man jetzt direkt einen Verteiler da reinsetzen, oder? In dem Sinne, warte mal, dann müssen wir Logistikblock nehmen und dann hier so ein Teil. Nach dahin. Und dann hätten wir erstmal eine Verteilung links, rechts, geradeaus. So. Jetzt müsste natürlich die Verteilung nach rechts Saatgut und Dings haben. Das bedeutet, wir müssten quasi nach rechts rum erstmal zwei Bänder bauen. So ungefähr. Minimum. Also hier entlang und vielleicht von da nach da geht das hier entlang. Und dann könnten die, ja, erstmal so lang laufen. So, das Band könnte dann hier entlang laufen. Denkt das Band eigentlich killen? Oh, guck mal, was er macht. Er verteilt direkt das Wasser aufs andere Band mit. Das ist schön. War nicht so gewollt, aber egal. Gut, dann würde er das hier verteilen. Jetzt ist nur das Problem. Ja gut, das Band läuft nach dahin. Das Problem ist allerdings, hier kommt ja was raus. Ne? Das Problem ist auch, ich weiß, ich rede laufend von Problem. Nein, das Ding ist auch, wir können drei Sachen verteilen. Wir haben aber vier Sachen da. Das bedeutet, wir müssen zweimal verteilen. Das müsste eigentlich dann auch so gehen. So, jetzt haben wir theoretisch hier Wolle, Saatgut, sag ich mal, Tierfutter und Wasser. Und geradeaus müsste Dunk und Wasser wiederum laufen. Holla, holla. Gut, was wir machen könnten, wäre hier das Band ein wenig nach dahin verlegen, dass es so läuft. Dann könnte man das Band quasi auf der nächsten Schiene hier lang laufen lassen. So, dann würden die beiden hier ankommen. Dann hätte man zwar hier auch noch mal eins, aber das macht erstmal nichts. So, dass das Saatgut und links getrennt liefe. Und vielleicht nehmen wir auch die Trennung weiterhin erstmal. Bis hier vorne hin. Ich weiß gar nicht, wie viele Bänder ich noch habe. Also das sieht man auch total schlecht. Vor allem, ich glaube, wenn ich die abreiße, dann ist das auch ein bisschen... Ja gut, das Band hier vorne, das ist eigentlich vollkommener Blödsinn. Könnte höchstens zur Entlastung dienen. Ich mach mal das hier weg. Also hier müssen wir wieder hin, so ungefähr. Also dann würde ich sagen, hier Wassermarsch. Und so entlang. Das